Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns gedacht, für diese Runde suchen wir mal einen Geländewagen. Fahr zu. Fahr. Ich will dich einhebeln. Ja. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ein Geländewagen. Du weißt, wo es hingeht. Markiert, ne? Ja, soll ich dann mal vorne rausfahren? Ja, du bist doch eh schneller. Ich habe einen Geländewagen. Ja, stimmt, das. Mit Turbo. Aufgemotzt, ja gut. Meine hat kein Turbo drin. Das ist die Strecke hier hoch, hier leckt es bei mir meistens wie blöd. Echt? Müssen zu viele Texturen von den Häusern und den Büschen und so geladen werden. Ja, stimmt. Alter. Bei mir auch nicht ganz. Wow. Kommst du denn her? Moment, ich hatte gerade eine Auseinandersetzung mit einem Auto und bin auf zwei Rädern weitergefahren. Sehr nice. Also könnt ihr immer erstmal geradeaus fahren. Das ist doch immer die gleiche Strecke, die wir immer zu für den Main Labs gebraucht haben, ne? Genau. Gut, die weiß ich mittlerweile halb so auswendig. Du, dein Geländebeetle ist aber ganz schön flott unterwegs, gell? Der ist ordentlich getuned. Ja, meine ist halt so gut wie nicht getuned. Das alle meine Fahrzeuge sind ordentlich tuned. Ja, ich kann meine halt nicht ordentlich tunen. Und ich kann nicht durchs Gelände abkürzen, jedenfalls nicht so gut. Bei mir sieht es jetzt ein bisschen... Alter, du blöder Sack! So ein Arschloch. Hannes legt sich mit einer Sackkarte an. Oh, da ist einer von denen. Hab einen von den Geländewegen gefunden, die ich unbedingt haben wollte. Das heißt, ich snack mir den jetzt erstmal. Halt an. Ich fahr weiter die Straße lang, bis ich auch einen finde. Ich hätte halt immer noch gerne einen Towtruck. Schade, dass sie den rausgemacht haben. So, und ich gehe jetzt erstmal den Passiv, weil ich nicht will, dass mir das die Karre, die ich mir jetzt gerade rausgesucht habe, gleich zerblasen wird. Bis ich beim Tuner bin. Danach mache ich im Passiv nur das wieder aus. Bei mir mithelfen suchen? Ja, klar. Lass mich den erstmal zum Tuner fahren und versichern und ich sehe einen. Das ist wunderbar. Ich markiere mir erstmal einen Tuner. Tuner, Thunfisch? Genau, eine Tuna. Die Tuna Crew. Ganz bekannt, kennt man. Die machen tolle Autos. Beziehungsweise machen aus normalen Autos ganz tolle Autos. Raus da, Alter. Ja. Ach komm, querfällt ein und gönnt sich ja sonst nichts. Wir müssen hin. Oh. Folge mir. Oh, da steht ein kleiner BF Injection im Blau-Weiß. Ich glaube, ich weiß, wem der gehört. Hat unser Crew-Logo sogar drauf. Ja, das werden wir hier jetzt auch gleich machen. Also irgendwas stimmt mit dieser Anzeige bei meinem Aufnahmeprogramm überhaupt nicht. Ich habe jetzt nach 3 Minuten schon 1 GB Speicher verbraten. Das ist doch sehr seltsam. Aber solange mir der Arbeitsspeicher nicht vorläuft, ist mir das eigentlich herzlich egal. Aus dem Weg. Meine Fresse. Nur Idioten unterwegs. Das Coole ist an so einem Ding, schusssichere Reifen dran. Genau. Schusssichere Reifen dran, Panzerung rein. Und du hast einen Panzer. Das Problem ist, ich habe nicht gerade viel Panzerung freigeschalten, von daher... Müsste ich mal gucken, wie ich das am ungeschicktesten mache. So, jetzt wird es erstmal interessant beim Tuner. Mach's Loch auf, ich will da nein. Oh, gleich mal geil eingepackt. So. Und Vollkasko. Erstmal Schutz vor Diebstahl und Verlust. Genau, das ist das Wichtigste. Und viel mehr anderes kann ich gar nicht mehr machen. Ich bin so gut wie pleite. Okay. So, Sekundärfarbe, ja. Natürlich auch, mattschwarz wie alle meine Autos. Und das Crew-Emblem muss natürlich drauf. So. Metallic. Reifen. Eisweiß. Reifenzubehör. Schusssichere Reifen. Erstmal, okay, erstmal 25.000 drauf.
Ja, sehr geil. Oh, Getriebe kann ich auch ändern. Was verbessert sich beim Straßengetriebe? Die Beschleunigung am Arsch. Federung, tiefer legen? Nein, eben. Gerade jetzt will ich ja nicht. Ich habe nicht mal genug Geld, um mein Crew-Emblem draufzudrucken. Benzintank. Größere Chromtanks. Nein, danke. Das sieht ja bescheuert aus. Motor. Eine Verbesserung kann man rein. Fahrgestell. Lackierter Überrollbügel. Ah. Ah. Schon irgendwie nice. Komm, kostet nicht viel. Wird draufgebaut. Stoßstange. Ah, ein lackierter Unterfahrschutz wäre halt auch schon geil, ne? Den kann ich erst ab Rang 45. Und jetzt noch Panzerung. Ab Rang 75 kriegst du eine Ladeflächeabdeckung. Sieht ja voll hässlich aus. Ja. Ich muss unbedingt Rang 30 bzw. Rang 50 freischalten. Aber gut, jetzt haben wir hier erstmal unseren Semi-Panzer. Jetzt warten wir, bis der liebe Frost aus der Garage kommt. Schusssichere Reifen sind auch drauf. Jetzt wollte ich mal die schwarzen Reifen quasi sehen und zeigen, aber jetzt ist die Straße nass, jetzt geht es nicht. Doch, jetzt geht's. Ah, und wie das Qualm. Ah, da muss noch ein lackierter Kühlergrill rein, fällt mir gerade auf. Momentchen, Momentchen. Okay, mehr kann ich nicht, ich hab jetzt noch 50. Moment, ich brauche noch einen lackierten Kühlergrill. So. Viel besser. Ja, das hat mich jetzt auch einiges an Money Money gekostet. So, wo ist er denn, der liebe Frost? Da sieht man sich mal. Da sieht man mal, wie sich die Autos unterscheiden. So, jetzt kann ich den Passivmodus auch wieder ausmachen. Passiv deaktiviert. Wenn du nicht von mir wegfährst, dann bleibe ich für dich noch länger im Passivmodus. Das ist dir klar. Jetzt haben wir das. So, du hast ja gar kein Crew-Emblem drauf. Was soll denn der Scheiß, Mann? Kein Geld mehr. Ach, komm schon, nicht dein Ernst. So, wo fahren wir denn hin? Wollen wir aufs Flugfeld fahren und gucken, was es auf dem Flugfeld Schönes gibt? Können wir. So, natürlich nutzen wir auch gleich die geilen Offroad-Fähigkeiten unserer Fahrzeuge. Um das zu tun. Hilfe, ich häng fest. Alter, wie kann man so ein Allradmonster bitte festfahren? Gibst du doch. Nein, ich bin meilenweit vorne raus. Ich sehe dich nicht mehr. Das ist ja das Lustige dran. Guck mal her, das musst du dir angucken. Dann beweg dich nicht. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder da bin. Die Beschleunigung ist nicht gerade die beste. Jetzt bin ich hier runter. Nicht bewegen war das Ziel. Richtig, nicht bewegen, bis ich da bin. Ah, da hinten kommt er schon angeflogen. Wie viel Panzerung hast du jetzt drin? Null. Null. Ich habe leider nur die 20%ige Panzerung, weil ich erst ich Rang... Ich habe nur ein bisschen Optik machen können. Das welchen war's. Rang bin ich? Welcher Rang bin ich jetzt eigentlich? Ah, 28. Ich brauche noch 2 Level, dann kriege ich bessere Panzerung. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Was steht denn da Schönes an Flugzeugen rum? Nichts besonderes. Oh, ein Gangangriff. Und der startet natürlich gleich mal. Super, jetzt hänge ich... Aua, der schießt mir ein Fenster. Ich kann hier gerade nicht... Achso, ich bin unbewaffnet. Ich sollte vielleicht eine Waffe ziehen, ne? Alter, die AP-Pistole ist heil. Die ist geil. Alter, die sind ja echt nicht von schlechten Eltern, denen ihr aim. Ich muss mal kurz irgendwo parken, aussteigen und dann wieder... Komm, die Typen sind ja überall. So, jetzt oh, kommt verdammt! Hier erstmal. Hat sich erwischt. Die Ecke schiebt direkt, ja. Okay, direkt ich ziehe mir erstmal eine Panzerung an, pfeife mir noch einen Ego-Chaser rein und dann steige ich aus und dann wird's lustig. So, Freunde der Nacht. Jetzt ist ja gleich Schicht im Schacht, Leute. Halt still. Ja, ich sehe nichts vor lauter Büschen. Hier geblieben. Ich fliege, das ich eile. Kann ich nur sagen. Die AP-Pistole ist geil. Die AP-Pistole ist geil. Ja, ja. Da ist nur noch einer. Jetzt ist da keiner mehr. Gangangriff, bestanden. Bestanden. Hier ist es. Oh, mit 5 Kills. 10 Kills. Nice. Ein Kopfschuss. Dito. Ja, ich kam ein bisschen spät zur Party.
Muss nämlich erstmal in Deckung gehen und Panzerung anziehen. Jetzt hole ich mir mal meine Schüsselchen wieder von da hinten. Oder soll ich das Flugzeug? Ich glaube, ich nehme das Flugzeug, weißt du? Ich nehme den Heli. Ich folge dir aus der Luft. Könntest du jetzt bitte davon absehen, den Heli... Du bist ein Arschloch, weißt du das? Nehme ich als Flugzeug, mein Gott. Hocken wir jetzt gerade im selben Flugzeug. Ja. Ja, geil. Wo wollen sie denn hin? Wollen wir zum Flughafen? Jo. Markierst du mit dem mal auf der Karte? Kann ich machen. Ich hoffe, wir brauchen weniger als 5 Minuten dahin. Erstmal noch über die Leiche drüber rollen. Dass ich dann am Flughafen eine neue Aufnahme beginnen kann. Und los geht's. Ich glaube, ich mache aber nur noch Aufnahmen mit. Bitte? Machst du nur noch die mit? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir können aber mit dem Fallschirm abspringen. Abspringen, den Fallschirm nicht aufmachen? Nee, mit dem Fallschirm abspringen. Achso, wir können auch über unsere Apartments abspringen. Hätten wir auch. Ich hätte jetzt meine coolen Landekünste hier gezeigt. Ach was. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen das über dem Flughafen mit dem Fallschirm. Aus dem Sturzflug raus, oder? Jo. Ja. Warte, dann markiere ich den nur noch schon richtig. Was hast du mir jetzt markiert? Den Flughafen. Den Flughafen? Den Los Santos International? Nein. Nein? Sondern? Den Militärflughafen. Ja. Mit dem Ding in den Militärflughafen rein, aber sonst geht's dir noch gut. Nein, oben drüber, dann abspringen. Und wer dann da unten am längsten überlebt? Nein, das dauert mir zu lang. Du springst ab und ich mache einen Kamikaze-Flug mit dem Ding nach unten. Komm, wir springen beide ab und wer als erstes stirbt, ist der Verlierer. Ah, ich verliere sowieso. So eine kleine Challenge zum Abschluss. Ach, komm schon. Ja gut, guck mal, wie wir was machen. Strömungsabriss. Strömungsabriss. Wow. Kannst du aufhören, auf unserem Rotor zu schießen? Da wäre ich dir sehr dankbar für. Ist es da unten schon der Militärflughafen? Warte, ich ziehe mal noch ein Stück hoch. Ja. Ja, da fängt er an. Ich hab Scheiße markiert. Ja, ich seh's. Sag Bescheid, wann wir abspringen. Okay, warte, wir sind noch nicht drüber. Jetzt sind wir drüber. 3, 2, 1. Warte, Sturzflug. Und raus. Achso, du bist schon draußen. Wupp, wupp. Oh shit, da kam der Boden schneller näher als gedacht. Wir überleben wahrscheinlich nur so lange, bis... Ha, ich hab gewonnen! Ich bin einfach nur aufgeklatscht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Jetzt schieße ich noch den Truck da hinten ab. Piu! Kaboom! Biatch! Oh, da ist der Panzer. Mal sehen, ob ich den erfassen kann. Hab den Panzer erfasst. Mal sehen, wie viel er aushält. 1, 2. Den gibt's immer noch. 3. Die ist in den Boden. Was ist das für eine Lenkrakete, bitte? Also mir geht's noch mittelschwer gut. Ich weiß nicht. Ja gut, aber ich bin auch gleich tot. Von daher... die 15 Minuten werde ich nicht vollkriegen. Ich habe meine Mine gefunden. Von daher würde ich sagen... 3. Ah, ich habe gerade 3 gesagt und dann war ich tot. Da geht das Geld hin. Naja. Da würde ich sagen, wir verabschieden uns mal. Ich soll noch zu dir kommen. Okay. Da laufe ich aber erstmal ein Stückchen. Ja, allzu weit weg bist du nicht. Ja, ja. Ich fliege, ich eile. Da bin ich. Wir stellen uns nebeneinander und jagen uns in die Luft. So als furioses Finale. Ja. 3, 2, 1, den nehmen wir noch mit. Komm schon. Ja. Komm schon. Boom. Woohoo. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Sinnlos in Los Santos. Oh, das war gemein. Da hat mich gerade nochmal voll überfahren. Ja. Auto.